So, da wären wir wieder. Und wir wollen weiter fleißig kleine grüne Dinger töten. Aber nebenbei habe ich noch ein, zwei Sachen zu erzählen. Und zwar in den Kommentaren von der letzten Folge stand drin, dass ich sogar zwei Secrets verpasst habe. Und zwar einmal in den Katakomben, also bei den Untoten, und einmal im Bestiarium. Das heißt, wenn wir gleich genug von diesen kleinen grünen Dingern da umgebracht haben und unser Level abgemacht haben und überhaupt alles andere. Nein, also schnell es geht, will ich dann ins Bestiarium da reingucken und danach in die Katakomben. So, Level up machen wir jetzt erstmal, wer hätte es gedacht, alles in Äxte. Und wir haben dadurch mehr Lebenspunkte bekommen und einen Punkt mehr Stärke. Na gut, die paar Lebenspunkte und der eine Punkt Stärke machen zwar nicht so viel aus, aber jedes bisschen hilft. Ich denke mal, die vier Skillpunkte in Äxte an sich bringen mehr. Also mehr Schaden, bessere Chance zu treffen und so weiter. Das Einzige, wofür die Stärke in meinen Augen wirklich gut ist, ist die Tragkraft. Obwohl wir da bisher noch keine wirklichen Probleme hatten und er ja auch keine schweren Rüstungen tragen wird. Also, ja, nicht wirklich wichtig. Aber sei es drum, wir kommen ganz gut voran. Die Lebenspunkte-Regeneration dauert bei ihm immer länger. Aber na gut, er hat ja auch das Buch genommen mit den 25 mehr Lebenspunkten und ich glaube, er hat an sich auch mehr Lebenspunkte als ein normaler Held haben würde. Was ja auch Sinn macht, wenn die Dungeon hier alleine bestehen soll, dann muss er auch ein bisschen stärker sein als normale Leute. So, oh, ein schöner Cleave. 82 waren das, glaube ich, gerade. So, 10. Ich schätze mal noch so 2-3 Mal werden wir das Spielchen hier wiederholen. Und dann können wir in den ersten Teleporter reinspringen. Obwohl wir natürlich auch einfach ganz wagemutig an ihn vorbeilaufen könnten und in den Teleporter rein. Das Problem bei der Sache ist nur, die Dinger können hinterher. Das hat man ja auch bei den Untoten gesehen, die dann aus den Katakomben durch den Teleporter hier reingelaufen sind. Aber ja, da werden wir uns ein bisschen Geduld üben müssen. Dich bringen wir jetzt auch noch um. Und euch beide schaffen wir wohl nicht mehr, aber einen vielleicht. Wow, wow. Oder wir sterben einfach. Das war nicht gut. Die Tür war doch schon fast unten. So, also nochmal das Ganze. Die laufen einfach dann vorbei, doofen Dinger. Zack, Nummer 1. Ja, so muss das gehen. Chop, chop, chop. Der geht aber auch dementsprechend Energie runter. Ich glaube, es waren gerade zwei Chops und ein Cleave. Recht schnell hintereinander und schon war auf 20% Energie runter. Übel, übel. Also ja, wenn es ein Buch gibt, das mehr Energie bringt, wäre es auch ganz praktisch. So. Dafür haben wir jetzt einen Miss und einmal 16 Schaden, noch ein Miss und... Also, jetzt geht's wieder los. Cleave, komm noch rein. So, Licht geht aus. Zack. Level up machen wir auch fix, haben wir eben auch schon, so. Und ich glaube, ich mache jetzt doch diese wagemutigen Aktionen. Denn ich habe nicht so wirklich Lust, die ganze Folge damit zu verbringen, diese kleinen grünen Viecher umzubringen. Also warten wir jetzt, bis die Lebenspunkte voll sind, gucken, ob da eine Öffnung ist, wo man durchhuschen könnte. Und laufen dann in das Bestiarium oder die Katakomben, je nachdem, was einfacher zu erreichen ist. Dafür sollten wir allerdings vorher mal auf die Karte gucken. Also, der Beast Garden ist links rum und die Katakomben sind hinten. Ja, okay, da würde sich der Beast Garden anbieten. Ja, so viel dazu. Das wusste ich auch nicht. Die Teleporter wurden deaktiviert. Das ist gar nicht gut. Lauf, 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 lauf. Ja, das war doch mal sehr knapp. Zwei Lebenspunkte. Mann, oh Mann. Aber das habe ich auch nicht so wirklich in Erinnerung gehabt, dass die Teleporter weggehen. Ich hoffe mal, die kommen wieder, sobald die Viecher alle tot sind. Sonst können wir die beiden Secrets ja gar nicht mehr holen. Na gut, werden wir gucken müssen.
Kommt schon. Ich will töten. Und wir sollten vielleicht den Zauberstab mal aus der Hand nehmen. Das würde das Ganze ein wenig vereinfachen. So. Ja, die Dinge haben wir später gewone-hittet. Mal gucken, ob wir es mit Torum auch irgendwann schaffen. Also ob der Schaden von den Äxten wirklich so hoch wird wie der gute Feuerball, den wir im ersten Run hatten. Da hatten wir den Feuerball-Skill, also Feuer, recht hoch. Wir hatten diese komische Kugel, die die Feuerbälle verstärkt und noch die Sonderfähigkeit, dass Feuerbälle mehr Schaden machen. Das ging schon richtig gut ab. Mal gucken, ob die Axt hier später, also eine bessere Axt natürlich, aber ob der Axt-Skill an sich da mithalten kann, was den Schaden angeht. Na, wo seid ihr denn alle hin? Ah. Na, oh. Geronimo. Ja, doch. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber dadurch wird das Ganze für mich zumindest ein wenig interessanter. Als wenn ich einfach nur die Tür aufmache, warte, bis sie kommen und dann wieder zu und so weiter. Suche es wenigstens ein wenig Nervenkitzel dabei. Und ich bin hier auch gestorben, als ich die Türtrick benutzt habe. Also kann ich ruhig dabei sterben, wenn ich es mal ein bisschen extravaganter mache. So. Wo seid ihr? Außerdem könnte ich so versuchen, mal ein bisschen auszuweichen, obwohl die Viecher recht schnell angreifen können. Ja, genau ihr. Das läuft sogar ganz gut. Aber die waren wohl alle schon mal angeditscht. Ah, es läuft definitiv besser, als wenn wir einfach hinter der Tür warten würden. Weil da müssen wir alle Schläge schlucken. Sonst kommen die entweder durch oder wir gehen rein und werden umzingelt. So. Keine Energie mehr. Und der arme Torum ist hungrig. Ja, darum kümmern wir uns gleich. Gleich gibt es was Leckeres zu essen. Und wir dürfen in einer kalten Ecke des Dungeons irgendwo uns hinkauern und schlafen. Licht aus. Und wir haben keine Energie zum Lichtzauber zaubern. Essen. Schlafen. Wo ist der Stab? Diesmal vergessen wir aber nicht, ihn wieder wegzulegen. Na, wo hast du dich versteckt, du kleines Ding? So, ich höre kein Getrippel mehr. Die Teleporter sind immer noch aus. Oh, die hätten wir vielleicht vorher einsammeln sollen. Attack Power 20. Ja, mal eben doppelt so viel Attack Power, dafür aber auch langsamer. Na gut. Kräuter kommen auch alle mit. Ich suche jetzt eigentlich nach irgendeinem Knopf, der die Teleporter wieder aktiviert. Also hier in den Gängen, die von den Monstern aufgemacht wurden. Ah, oder nehmen wir doch mal den Schalter hier. Ja, sieht doch gut aus. So, hier waren die Katakomben. Ich soll hier jetzt irgendwo einen Knopf übersehen haben. Okay. Wirklich viel Platz für einen Knopf ist hier ja nicht, weil überall so eine Deko-Sachen dran sind. Also habe ich hier kann kein Knopf sein wegen den Lianen oder was auch immer das hier sein soll. Bei den Haken auch nicht, bei diesen Grabstätten auch nicht. Da bleibt echt nicht viel Platz. Aber dafür ist das Ganze hier recht weitläufig. Ich wollte schon sagen, waldläufig. Der Knopf hatte, glaube ich, irgendwas mit dem Geheimgang da zu tun. Das hört sich gut an. Und da
kamen auch gleich Gegner raus. Ah, ihr vier. Ja, doch, der Schaden ist langsam echt gut. Zwei Schläge für einen Legionär, das ist ordentlich. Boah, 99er Cleave, sehr schön. Gleich dahinter hier ein Critical. Ja, ja, doch. Äxte waren keine schlechte Wahl. Zumal mit den Äxten auch zuhauen können, wenn wir keine Energie mehr haben. Wären wir jetzt auf Feuer gegangen, was meine andere Idee war, hätten wir ein recht schnelles Problem. Da müssten wir noch häufiger weglaufen als jetzt schon. Der Fall ist... Hier kamen die doch her, oder? Ha. Irgendwo muss doch eine Wand aufgegangen sein. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Also... Die Druckplatte ist hier gewesen, um die Fallgruben zuzumachen. Das war die Sackgasse, die ich schon mal suspekt fand. Aber... Vielleicht geht die Wand ja auch wieder zu. Müssen wir den Knopf nochmal finden. Der Knopf war... Hier irgendwo, ne? Nein, nicht wirklich. Knopf. Ich sollte die Dinger echt mal markieren. Nee. Hier haben wir eben gerade auch schon geguckt. Gehen wir einfach rechts an der Wand lang. Da. Aha. Und das Ding wieder zu. Deswegen konnten wir es nicht finden. Und es war in der Sackgasse, die ich suspekt fand. Ein Flare Feather Cap. Schutz plus 1, Geschicklichkeit plus 2. Oh. Zwei Geschicklichkeit bringen also 4 Ausweichen. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber der Schutz ist mir lieber. Wir werden ja häufig genug getroffen. So, der schaltet wahrscheinlich die Wand wieder aufmachen. Jupp, und sonst ist hier nichts. Aber, gut, gut, wir haben ein Secret mehr. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch in den Beast Garden und da das andere Secret finden. Wo ist der Ausgang? Da irgendwo müsste der Ausgang sein. Da. Also das waren, glaube ich, die einzigen beiden Secrets, die in den Kommentaren erwähnt wurden, die ich verpasst habe. Wenn noch andere da sind, dann bitte in den Kommentaren von dieser Folge schreiben. So. Irgendwo habe ich hier jetzt auch noch ein Secret übersehen. Der Beast Garden ist nicht sonderlich groß. Ist eigentlich nur dieser Raum hier. Was echt komisch ist, aber na gut. Das heißt, wir klappern einfach mal die Wände. Na nun. Ah, die Schleimnotiz. Okay. Ja, das haben wir schon so gefunden. Also wir gehen erstmal die Außenwände entlang. Da geht's runter zu dem Hauptgang. Nö, da wollen wir nicht hin. Hier war ein Legionär drin. Hier sind Lianen, da kann nichts sein. Hier geht's zurück. Ich höre hier so ein schleimiges Geräusch. Das ist dieselbe Notiz. Ja, die nehmen wir jetzt mal mit, sonst übersehe ich das. Sonst hebe ich die mal wieder auf. So. Keine Schalter. Vielleicht hat das irgendwas mit den Legionären zu tun? Na gut, gucken wir uns jetzt mal die Innenwände. Gucken wir uns jetzt mal die Innenwände an, wollte ich sagen. Also von diesem kleinen Kästchen hier. Aber der eine Schalter da war nur, um die Tür auf und zu machen. So, das wäre der Bereich. Bleibt noch das hier. Da wird der Knopf für die Tür sein, genau.
Der Knopf für die Tür. Und sonst ist hier kein Schalter. Okay, gucken wir mal kurz hier. Ja, das war die Photonenkanone. Und auch hier in dem Vorraum ist kein Schalter, aber ich höre wieder dieses schleimige Kriechgeräusch. Was echt ein wenig irritierend ist, aber gut. Ist vielleicht in dem Gang zu den Fallgruben. Nö. So weit auch nichts. Ha. Na gut, wir können noch mal Legionäre töten. Aber der Haken dabei ist, dass sie immer wieder respawnen. Das könnte aber sein. Dadurch, dass wir jetzt den Legionär umbringen und ein neuer spawnt. Wir wissen ja nicht, ob die wirklich spawnen oder ob irgendwo noch eine Wand aufgeht. Zack. War die Wand hier schon vorher auf? Ja, waren sie. Es gab zwei Nischen. Na gut, dich machen wir jetzt auch auf. So, da drin ist immer ein Knopf, um die Tür wieder aufzumachen. Aber wir nehmen die Fackeln raus. Ah. Was auch immer der Knopf gemacht hat. Ich höre Stein auf Stein. Aber hier ist nirgendwo... Ah, doch, hier haben wir was Neues. Essen, Kettenhandschuhe und Lederschuhe. Na gut, nicht wirklich zu gebrauchen, aber wir haben das Secret und damit bin ich zufrieden. Stirb. Stirb. So, jetzt huschen wir noch ganz schnell da vorne zu der Tür. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was da noch drin ist und gehen dann runter. So, abspeichern. Ich habe doch extra welche gelöscht. Was wollt ihr von mir? Na gut, dann bist du jetzt T14. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.